Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ich habe das mal ausprobiert mit 12 Zoll Felgen. Optisch gesehen kriegt man den dadurch tiefer, ja, aber dafür sieht der Rest aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein. So will ich das auf jeden Fall nicht haben. Das geht so gar nicht. Ich habe mich für die Lincoln-Felgen entschieden. Und zwar in Chrom, 20 Zoll. Das gefällt mir optisch doch schon um einiges besser. Hinten mit einer 265 30 20 und vorne mit einer 235 30 20. Einpresstiefen bei den Felgen 15 ET15. Ja, das denke ich mal, sieht ein bisschen schöner aus als das. Klar, ja, optisch gesehen kriegt man den wirklich was tiefer. Aber nee, ich mit so Kinderreifen da. Also. Die Nummer will ich mir dann doch nicht geben. Ach scheiße, ich hätte direkt draufsetzen können. Das ist mir dann auch ein bisschen zu blöd. Deswegen lieber in verchromt die 20 Zoll Felge hier. Die hat mir auf Anhieb ganz gut gefallen. Ich hatte die eigentlich nur wegen der Größe. Ich hatte ja einen ganzen Felgensatz davon. In 20 Zoll wollte ich nur wegen der Größe gucken. Aber das hat mir auf Anhieb zugesagt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum nicht? Kann man doch mal machen, ne? Würde ich sagen. Also so sieht das doch um einiges besser aus. Auf jeden Fall. Ja, doch. Das sieht dann wenigstens aus wie ein Auto. Das andere sah ja aus wie so ein Catcar, also so ein Matchbox-Auto. Muss ja nicht sein. Ja, dann ist der Wagen eigentlich bis auf das Getriebe jetzt. Also Getriebe habe ich jetzt kein Tuning-Getriebe genommen, weil ich ja auch hier wieder Tuning-Kupplung und alles kaufen müssen. Hatte ich jetzt mal gerade gar keine Lust drauf. Machen wir das rein. Anlasser. Was ist mein Punkt? Hier. Anlasser auch noch rein. Habe ich direkt auch noch besorgt. Und die Kardanwelle haben wir ja auch schon gekauft. Das war ja bei dem Wagen, war das ja echt bitter. Ne? Kardanwelle hinüber musste ich kaufen. Lenkgetriebe war hinüber musste ich kaufen. In den Wagen haben wir dann doch wieder einiges reingesteckt, würde ich sagen. Aber egal, der Wagen ist dafür jetzt fertig. Ah ne, Innenausstattung muss ich noch reinmachen. Die muss ja auch noch rein. Da habe ich mich auch für die Standard entschieden, weil alles andere passte wieder nicht zu dem Auto, fand ich. Deswegen hinten in beige die Custom Leder Ausstattung und die Budget Leder Sitze in beige. Das einzige Lenkrad, was ich das Lenkrad habe ich nicht das gleiche genommen, da habe ich ghetto-mäßig so ein Kettenlenkrad genommen. Das passt zu dem Wagen auch ganz gut. So, dann können wir das Ding eigentlich auch schon lackieren. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, da hatte ich schon eine Farbe so im Kopf. Ich weiß nur nicht, ob ich die so hinkriege. Das sehen wir jetzt. Schauen wir mal. So, als erstes muss ich es hinbekommen, einen Rotton zu kreieren. Ja, das geht doch schon ins Rote rein. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. So, und dann muss ich jetzt hier mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie nicht. Ein bisschen heller. Ich stelle mir so ein Weinrot vor. Weil das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Fahrzeug. Ich weiß nur noch nicht so ganz. Ja, so vielleicht. Mal gucken, was gibt es denn hier noch? Flipflop nicht. Mein Chrom sieht das ja schon geil aus, ne? Aber das ist mir schon wieder zu viel Chrom dann. Das muss auch nicht sein. Ich muss den Ton irgendwie so treffen. Das ist nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht mal so. Ja, das ist nur die Sättigung, ne? Sättigung muss eigentlich rein. Sättigung muss eigentlich voll da sein.
Nee, das geht mir zu sehr ins Pink. Das muss ich, glaube ich, über die Helligkeit steuern. So vielleicht, ja, ja. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Ja, ich glaube so. Kann man sich denn. Ja, doch. Ja, doch, ich glaube, so könnte ich mir das gefallen lassen. Ja, auf jeden Fall. So, was gibt's hier? Was gibt's hier eigentlich noch so? Ah, okay. Ja, nee, aber das passt zu dem Wagen da überhaupt nicht, finde ich. Also zumindest auch nicht in den beiden Farbtönen. Nee, ich glaube, so passt's. So können wir es lassen. So gefällt mir das ganz gut. Nehmen wir das mal. Nehmen wir das einfach mal. Sehr schön. Ja, doch. Damit der hellen Bärchen Ausstattung da drin, doch, das gefällt. Das gefällt mir richtig gut. Er sieht auch richtig schön böse aus, so mit den schwarz getönten Scheiben, vollen Scheiben. Scheinwerfern. Doch, das gefällt mir. Stellen wir den mal nach vorne. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber doch, irgendwie gefällt mir das jetzt. Schade, die Felgen, die kommen hier nicht so gut zur Geltung irgendwie. Das ist hier alles immer zu dunkel. Achso, wir brauchen noch das Nummernschild, ne? Das muss auch noch drauf. Idaho, auch in dem passenden Rot, passt. Sehr schön. Ja, doch, ne? So kann man es doch lassen, finde ich. Ich finde, es gelungen. Dann schön mit dem Kettenlenkrad hier. Doch, das passt. Sehr schön. Achso, wir müssen noch gucken, wie viel Leistung wir jetzt hat. Da haben wir ja... Was? Achso, okay. Kein Motoröl ist natürlich nicht gut, ne? Wollen wir noch welches reinfüllen? Hallo? Also, falscher Knopf. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Der hat natürlich jetzt hier nur so Sportreifen, ne? Das ist jetzt keine Racingreifen oder sowas. Na gut, so viel mehr Leistung schätze ich mal nicht, dass der hat. Schauen wir mal. Ah doch, der Wagen gefällt. Mensch. Der gefällt mir richtig gut, ey. Der kommt mal richtig nice. So, dann wollen wir mal. Ey Mann, schon wieder hier hängen geblieben. Schauen, was er jetzt an Mehrleistungen hat. Er hat 326 PS Serie, 650 Newtonmeter. Gucken wir mal. Oder? Okay. 507 PS bei 871 Newtonmeter. Da ist dann doch ein bisschen was dazu gekommen. Nice. Kann man mal machen, ne? Ja, dann schauen wir doch direkt mal, was der Wagen kann. Also jetzt will ich ja noch fahren. Tür zu. Doch, der gefällt mir richtig gut. Nices Fahrzeug. Jetzt bin ich hier noch falsch rumgegangen. Ich hätte gerne die Max-Teststrecke, danke. Geil anhören, tut sich das schon mal. Dann wollen wir uns den nochmal von außen angucken. Yeah, doch. Doch, das gefällt mir. Der sieht ja mal richtig nice aus. Der sieht ja mal richtig nice aus. Oder? Also schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Also ich finde den mega nice geworden. Auf jeden Fall.
Kann was. Kann auf jeden Fall was. Vor allem auch leistungsmäßig kommt er gut klar. Okay, jetzt schon mal Maximum, schade. Naja, 236 Drehzahlbegrenzer, ne? Schade eigentlich. Ja, damit kann ich auf jeden Fall umgehen, damit komme ich klar. Das Ding ist, ja, jetzt überlege ich natürlich, ob ich da vielleicht doch ein Tuning-Getriebe reinmache. Und ja, dass er dann doch die Leistung, die er hat, auch ausfahren kann. Aber optisch gefällt er mir richtig gut. Ist mir doch, bin ich stolz drauf, das gefällt mir. So, egal, dann müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir jetzt hier eigentlich noch. Haben wir hier noch Schrott? Ja, dann noch hier eine Menge Schrott direkt damit. Zack, raus damit, passt. Sehr schön. Was haben wir da? Die 2 12 Zoll Felgen noch, die schmeiße ich hier wieder rein. So, zack. Was mir auch gefallen hat bei dem Wagen ist, wir haben dann doch jetzt einiges an Teilen aus dem Lager wieder raus. Gefällt mir auch sehr gut. So, was machen wir denn jetzt noch hier? Schauen wir mal. Sollen wir hier nochmal irgendwie ein schnelles Sebring? Ein Pagani. Weil das ist nur die Abgasanlage defekt, ne? Egal, nehmen wir mal rein. Weil, ne? Pagani hat man glaube ich auch noch nicht in der Werkstatt, ne? Nice. Ja, doch, den könnte ich mir auch noch gefallen lassen. Bühne. Ja, Auspuff. Alles klar, man sieht schon. Nehmen wir raus den Mist hier. Zugang vom Motorraum. Ja, alles klar. Hatten wir schon mal ein Pagani hier in der Werkstatt? Nee, ne? Auf jeden Fall, ja doch, der Wagen würde mir gefallen, sage ich ganz ehrlich. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Das Ding ist, man sieht hier ziemlich wenig, wie ich finde. Zugang vom Motorraum. Ich bin noch im Motorraum, oder nicht? War ja nicht gerade irgendwas cool. Also doch von oben, oder wie? Hä? Ich war doch gerade am Motorraum, oder war ich hier nicht am Motorraum? Wo bin ich denn hier am Motorraum? So, jetzt. Zugang vom Motorraum? Ich... Mal im Ernst, bin ich jetzt doof oder was? Bin ich jetzt hier nicht am Motor? Ich bin doch jetzt hier am Motorraum. Sogar vom Motorraum, ey, leck mich doch an den Füßen. Was ist denn hier Motorraum? Okay. Das könnte ein größeres Projekt werden, um hier ein Endtrail-Dämpfer zu tauschen, wie ich feststellen muss. Zugang. Was ist denn hier bitte? Ich bin doch am Motor. Oder wo? Muss ich hier noch mehr abbauen? Da, Motor. Jetzt zeigt man nicht, ich bin nicht am. Ah. Ah. Yeah. Ja? Geht doch. Voll peinlich. Aber gut. Wir haben es geschafft.
Angel Dämpfer, Tempeste. Einmal Neubette. Oh Mann, ey, echt. Angel Dämpfer, Tempeste. Wo ist denn das denn? Da. Einmal neu. So, jetzt hoffentlich finde ich den Motorraum hier wieder. Da, Motor, jawohl. Ah, läuft doch. Und einmal weiß, wie es geht, dann läuft der Hase. Ist das jetzt hier repariert? Habe ich ja. Ja. Das war's auch schon. Ja, sehr schön. Können wir die Karosserie wieder zusammen machen? Finde ich auch geil. Du musst ein halbes Auto auseinanderbauen, damit du überhaupt hier irgendwas machen kannst. So, Nummernschild ist das? Nee. Habe ich alles? Habe ich sonst noch irgendwelche Teile jetzt von dem Wagen hier? Nein, alles klar. Sehr schön, nice. Haben wir das auch geschafft. 3149. Ist okay, ne? Für dafür, dass man da nur einen Endschalldämpfer neu macht, finde ich das gut. Also das ist echt ganz schnell verdientes Geld, würde ich sagen. Hallo? Okay. Dauert auch ein bisschen, bis der dann wieder weg ist. Ja, ansonsten, ich was Cobra, ja, nö. Ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Was haben wir denn eigentlich noch hier im Parkhaus stehen? Wir haben ja hier noch ein Dodge Charger. Könnten wir ja auch mal dran gehen, ne? So als Next Project. Was ist denn? Ist denn hier irgendwas schon fertig? Nee, ne? Der Emden Lodge ist fertig. Der Bentley ist fertig. Den Smith habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Komm, holen wir mal den Charger hier raus. Wo ist das Ding? Wo ist er? Da. Ja. Ja. Motoroption. Kompressor. Schon entschieden. Kompressor kommt. Nice. Nice. Hier kommt ein Kompressormotor rein. Ach, guck mal einer an. Was finden wir denn da? Den Motor kennen wir doch. V8. Oh, toll. Hätte ich mal besser vorher geguckt, hätte ich die Scheiße einfach nur umgebaut. Das könnte man vielleicht mal bedenken, ne? Da könnte man vielleicht mal drauf gucken. Ja. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ärgert mich jetzt gerade so ein kleines bisschen, dass hier der genau der Motor. Naja, egal, reden wir nicht drüber. Passt schon. Ja, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.